Hey Kinder, was geht bei euch ab? Wundert euch nicht über die Frisur, ich bin ich bin noch nicht so lange wach. Seid ihr eigentlich behindert? Fragt euch das auch manchmal. Mir fällt öfter mal auf, wenn ich allein zu Hause bin, da macht man ja Dinge manchmal, ne? Spricht mit seinen Tieren, tanzt rum, springt rum, singt oder sagt irgendwas. Also man ist halt alleine und man wird ja nicht gesehen. Und dann denkt man sich doch manchmal, fuck, wenn das jemand gesehen hätte, müsste ich mich umbringen. Oder denjenigen umbringen. Oder er würde mich umbringen. Oder sie würde mich, ne? Wisst ihr, was ich meine? Macht ihr das auch manchmal? Dass ihr dann denkt, fuck, das, wow, was ist mit mir los? Man hält dann kurz inne und denkt sich, ah, ich kenne euch doch, ihr sprecht auch mit euren Tieren und labert die voll und erzählt irgendeinen Scheiß oder sowas. Ja, komm, erzähl mir nix. Also sag mal, wie ist das bei euch? Seid ihr auch behindert? Manchmal, kurzzeitig, also eine kurzzeitige Behinderung habt ihr, ist das bei euch auch zu diagnostizieren oder seid ihr immer total, also wenn ihr alleine seid, immer total cool und könnte man euch durchgehend beobachten? Ich meine jetzt nicht die Sachen, wenn ihr an euch rumspielt. Ihr Schweine. Ich meine jetzt einfach diese behinderten Sachen halt. Und da könnte man euch durchgehend beobachten und jeder würde sagen, wow, das ist wirklich ein ganz normaler Mensch. Gestern hat mich die Muse geküsst, zwar erst nachts, da konnte ich es nicht mehr umsetzen. Da werde ich jetzt bald mal rangehen. Da könnt ihr euch dann auf was freuen. Ich hoffe, dass es gut ist. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es sehr gut. Ich entschuldige mich auch nochmal hier für die Tage, an denen nichts kommt. Wie gesagt, für die meisten Videos, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht oder raushört. Aber ich habe immer irgendeine Idee, irgendwas Lustiges. Ich stehe selbst da, ich hocke auf dem Klo, ich stehe in der Küche, mache irgendwas, keine Ahnung. Und auf einmal fange ich an zu grinsen, an zu lachen. Und dann weiß ich genau, das verpacke ich in ein Video irgendwie, ne? In die Vlogs oder halt im Gaming-Bereich. Für jedes Video hat immer so einen kleinen Punkt, wo ich sage, genau da ist mir eingefallen, dass ich das Video überhaupt erst mache. Und das fehlt mir einfach in letzter Zeit, ne? Die Lernerei und sowas. Und dann da zermartert man sich das Hirn und hin und her, was ist wenn und bla bla bla. Eben einfach eklig, Prüfungszeit und sowas, deswegen ist das, deswegen kommen nicht so viele Videos. Mein Ohr juckt, leckt mich am Ärmel. Ja, ich sollte mich mal waschen, nicht wahr? Gerade eben, Moment. Im Moment spinnt der YouTube wieder rum, man kriegt nicht die Videos und seine Abos angezeigt und hin und her, also in dieser vorgeschlagenen Liste stehen die Sachen nicht richtig drin. Pipapo, und bei mir spinnen auch die Abos. Es geht voll schnell, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, mehrmals am Tag und gerade eben war es echt krass. Da ist es wieder positiv, verlaufen praktisch. Ich hatte 1114, gerade eben noch. Dann habe ich irgendeine Folge Battlefield Friends geguckt oder sowas. Die gehen 2-3 Minuten und dann gehe ich wieder in Manager und jetzt habe ich 1119. Auf einmal 5 Leute dazu bekommen innerhalb von 3 Minuten. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Wahrscheinlich verliere ich gleich wieder 10, nicht wahr? Vielen Dank fürs Zuhören. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.